Willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial im Blackscreen. Yay! So, heute geht es darum, wie baue ich einen Tribog, was weiß ich, wie das genannt wird. Ist aber egal. So, als allererstes bauen wir jetzt erstmal die Grundmauer. Dafür, was ist denn ein Shader? Ist das so? Ja. Also bauen wir 15 Blöcke, 2, 3, 4, also so Holzbaumstämme seitwärts gedreht auf dem Boden. Das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Das wird praktisch, also so breit wird das Teil an der breitesten Stelle, sage ich mal. Und dann machen wir jetzt folgendes, jetzt nehmen wir Eichenholzstufen und bauen jetzt erstmal nur die Grundform. Das heißt, wir gehen jetzt hier zwei zu Seiten, an beiden Seiten. Ein zurück, noch ein zurück. Setzen dann hier einen Holzbaumstamm hin. Das hat folgenden Effekt, denn dann bauen wir hier die Holzbaumstämme so, dass die so nach außen zeigen. Zwei Stück. Dann bauen wir hier noch einen hin. Danach kommt hier nämlich was anderes hin. Das will ich jetzt aber noch nicht zeigen. Das kommt dann erst. Gleich machen wir hier auch. Zwei. Eins. Eins. Ein, sag ich mal, hier zu der Mitte gedreht. Und dann, zwei, die so gedreht sind. Achso, einen habe ich mal vergessen. So, genau. Dann haben wir in der Mitte nämlich einen Dreierabstand, den werden wir jetzt auch gleich nutzen. Und zwar können wir nämlich jetzt hier, oder wir machen das einfach so, drei Holzplanken, Bretter, keine Ahnung wie das heißt, in die Mitte von diesen 15 Blöcken. Und danach an die Außenkanten dieser drei nochmal zwei Holzbretter. Dann machen wir hier die Stufen so rein. So dass wir und hier dass die zur Mitte zeigen und dann in die Mitte so eine halbe Stufe, keine Ahnung. Und ja, das ziehen wir jetzt erstmal ein Stück weiter. Und zwar, dass wir jetzt hier einen drüber sind und danach machen wir jetzt hier so eine seitwärts gedrehte Treppe hin, dass das praktisch hier so nach außen geht. Dann bauen wir das in der Mitte jetzt noch voll mit Stufen. Und dann die Stufen hier ein weiter noch ziehen. Also praktisch, dass hier, da wo die Treppe aufhört, nochmal eine Stufe davor ist. Ich denke mal, das dürfte aber logisch sein. Dann drei Baumstämme angeordnet. Dann außen zwei Holzstufen. In die Mitte ein Holzbrett. Ein Brett. Yay. So. Dann nochmal drei Holzbaumstämme, auch wieder parallel einfach nur hier dazu. Und danach jetzt außen, das ist jetzt so ein bisschen, sag ich mal, anders, kommen zwar zwei Halbsteps, aber in die Mitte kommt nichts. Und dann bauen wir jetzt einfach hier einmal drei, die durchgängig sind und an die Seiten, zwei Holzbretter. Yay, Holzbretter. Gut. Damit hätten wir jetzt erstmal schon mal jetzt hier die eine Hälfte halbwegs fertig. Gehen wir zur zweiten Hälfte über. Die zweite Hälfte hier vorne ist fast gleich. Das heißt, hier zwei, hier ein Holz, hier zwei, da ein Holz. Und dann jetzt hier, so, wieder nach außen, wie auf der anderen Seite bereits. Das Holz aber, allerdings mit dem Unterschied, hier ist es durchgezogen, diese Linie dann. Und davor setzen wir noch Stufen. Gut. Genau. Dann, als nächstes, verpassen wir dem Tribog erstmal ein wenig mehr, ja, sag ich mal, 3D. Ist ein bisschen höher. Dazu gehen wir hier an die Außenkanten und gehen nach oben, bis wir auf der Ebene wie diese beiden Blöcke hier sind. Also von der, keine Ahnung, einen Achse. Ist ein bisschen blöd, alles zu erklären. So, das gleiche machen wir hier auf der Seite. Ich glaube, ich mache dann einfach die zweite Seite im Timelapse. Ist ja eigentlich das Parallele. So, dann machen wir jetzt hier an der Stelle eine Halbstep hin. Damit man praktisch hier diesen Übergang nicht so sieht. Machen hier zwei Holzbaumstämme. Und ziehen das dann jeweils immer zur Mitte zeigen nach oben. Sieht dann so aus. Wenn wir hier praktisch so ein
schwach nach oben gehendes und hier ein steil nach oben gehendes Holzwerk, keine Ahnung. Dann machen wir jetzt Folgendes. Hier bauen wir zwei Baumstämme. Es ist so blöd zu erklären, mal ernsthaft. Ne, Moment, falsch. Kommen hier dahinter. Genau. Hier dahinter kommen zwei Baumstämme. Dann gehen wir jetzt hier nochmal zwei nach oben. Nochmal zwei nach oben. Und dann am Ende ein nach oben zu gehen. Dann machen wir jetzt hier noch auf der anderen Seite. Huch. Ach, ich mach das jetzt. Zwei. 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 Hier bleibt einer zwischendrin frei. Und dadurch bekommen wir praktisch hier so eine kleine Halterung. Ja, so, ich mache jetzt noch die schnellste zweite im Timelapse und bis gleich. Dann sieht das ganze Teil so aus. Was wir nun machen, wir bauen jetzt schon mal hier rein diese Halterung, die wir dann benötigen, um praktisch ja, die Schleuder anzubringen. Das ist ganz einfach, einmal hier durchgezogen, die Balken, dass die hier enden. Mit diesem Ende und ja, ist wieder blöd beschrieben. Gut, nun machen wir Folgendes. Jetzt nehmen wir Zäune und setzen die Zäune einmal hier außen so dran. Einmal komplett rum. Das macht das ganze Ding ein bisschen, ja, stabiler, lässt es wirken und was weiß ich. Hier in die Mitte packen wir auch Zäune, die bis ganz nach oben gehen. Hier auch. So. Und hier außen packen wir auch noch Zäune hin. Einfach nur, damit es ein bisschen runder wirkt. So. Nicht hier oben. Das sieht ein bisschen blöd dann aus. Ja. Damit hätten wir jetzt schon praktisch hier hinten die Vorrichtung, die Schleudervorrichtung aufgebaut. Was man natürlich noch machen könnte, man könnte jetzt auch hier noch die Teile durchziehen, aber ich fand einfach, das sah ein bisschen zu klobig aus. Naja, ist jedem sein. So, dann packen wir hier vorne nochmal zwei Button dran. Dann haben wir hier auch ein bisschen was geschaffen, was ein bisschen ja, abgeschlossen wirkt. Und jetzt bauen wir erstmal, bevor wir die Schleuder bauen, müssen wir erstmal hier hinten noch was lassen. Zuerst mal, hier kommt noch ein Button dran. Den habe ich vorhin vergessen, dran zu machen. Und danach gehen wir jetzt mit den Stufen ein. Von diesem Block hier, also hier auf der Seite einfach rein, dann 2, dann 3, das hat einfach nur folgenden Effekt, das ist ja ein wenig abgerundeter wirkt, nochmal 3, und am Schluss 2 und einen Vollblock. So, da haben wir jetzt hier so ein, ja, so eine leichte nach außen gehende, was weiß ich, Form. Nee, ich hab schon wieder was falsch gemacht. Ich krieg gleich einen Rappel. Ich muss mal ganz kurz messen, ja. Also ihr geht 3 nach außen und platziert dann ein. Ich war jetzt im Gedanken falsch. Und dann verbindet ihr die Zäune halt so. Dass ihr praktisch hier so eine kleine Spannung reinbekommt, dass das Ding praktisch hier hinten festgehalten wird. Ich zeig das jetzt nochmal auf der anderen Seite, so wie es sein soll. So zum Beispiel nicht. Also einen, zwei, drei und dann praktisch eigentlich jetzt hier der vierte, der dann halt mit dem Zaun sich verbindet. Hier außen packen wir noch Steintreppen hin. Einfach nur dafür, dass ja, es hier so ein bisschen verankert wirkt, dass es nicht gleich hier, wenn das Ding losgelöst wird, hier davon springt und weg ist, keine Ahnung, sich verflüchtigt. Ja. Nun kommen wir zum wie nennt man das? Wichtigsten Teil eines Treebocks, und zwar dieser Treebock-Vorrichtung. Dazu gehen wir hier von diesem Block ein nach oben und zur Seite und platzieren 4 Holz so nach außen. Schauen. Dann 2 Treppen. Also jetzt baue ich hier hinten diesen Wurf, keine Ahnung, das Ding, was sich hier unten durchschwingt und dadurch die Achse hier dazu bringt, dass die hochschnellt. So, das ist auch ganz einfach. Platzieren dann hier Stufen hin.
Also eine Stufe hin, die verkehrt rum ist. Und nochmal ein paar Treppen, die Stufen an die Seite. Sieht dann so aus. Packen dann drunter eine Half-Step, in die Mitte einen vollen Block. Ach, die Blöcke sind bescheuert. Sieht das erstmal von der Seite so aus. Ich denke mal, jetzt kann man es hier nochmal erkennen, dass hier so ein Half-Step ist. Ja. Dann geht hier von der Mitte mit den Half-Steps ein nach aus, dass praktisch der Half-Step hier drunter liegt. Jetzt komme ich nicht mehr raus. Doch. So. Der liegt praktisch hier drunter, das sieht man dann auch von außen ein bisschen. Das wird jetzt praktisch diese Stabilisation hier oben drauf. Dazu gehen wir hier oben zwei zur Seite und gehen hier unten dann immer um einen Half-Step nach oben. Das heißt, hier hinten haben wir praktisch unten, gehen wir ein von der Höhe höher, nochmal ein höher, blöd, nochmal ein höher, und dann sind wir jetzt schon auf der Ebene wie hier oben, platzieren zwei Holzbretter an die Seitenbutton, und dann haben wir auch schon erstmal unsere Wurfvorrichtung angebaut, die praktisch dann ja nach unten schnell, die wird praktisch immer senkrecht stehen bleiben. Dann machen wir jetzt hier nochmal, ja, fast das gleiche. Wir gehen nämlich nochmal drei nach außen. Also das ist jetzt der gespannte Triebock. Den anderen kann man sich, denke ich mal, dann selber bauen, wie man lustig ist, was weiß ich. Ich fange jetzt mal doch hier hinten an. Also geht ein nach oben. Ich muss nämlich hinten wegen Platz nochmal gucken. 3, 4. So. Dann haben wir jetzt hier vier Baumstämme, die nach außen gehen und kommen hier ein höher. So, und jetzt müssen wir es einfach nur verbinden. Das heißt, hier 4, 3. Oder sind es halt 3, keine Ahnung. Hier 4, 3, 4. So, passt. Dann Schäler kurz wegmachen. Geht das praktisch hier ganz langsam nach unten. Ist extrem gespannt. Weil das Ding ist jetzt am höchsten Punkt. Und nun müssen wir noch Folgendes machen. Jetzt müssen wir hier praktisch hier hinten das Teil erstmal befestigen. Dazu nehmen wir hier einfach ein paar, na sag schon, Zäunchen. So, Eisenzäunchen. Platzieren die hier hoch. Machen die hier hinten hin. Das praktisch wickelt sich von hier hinten einmal nach vorne dann. Das gleiche machen wir hier nochmal. Können wir auch praktisch nochmal zur Seite gehen ein Stück. So. Ja, sieht blöd aus. Nochmal einfach so. Damit haben wir das jetzt hier praktisch angedingenst, keine Ahnung, angeschlossen. Das nehme ich nochmal ganz kurz einen Hebel. Jetzt hier dran, das sind praktisch diese Teile, die sich dann lösen und die dann dafür sorgen, dass, ja, das Ding fortschnellt. Ganz schnell. Puh, weg ist es dann. Nun machen wir hinten die Halterung. Die Halterung von dem gespannten Triebock. Sind zwei Zäune, die so nach unten gehen. Und dann an die Seite kommen jetzt hier überall dann Zauntore hin. Ich platziere immer Blöcke drunter. Oh, verarsch mich doch. So. Die Zauntore ziehen wir bis. Also ich würde meinen praktisch, dass man hier. Also man kann es entweder, man zieht es komplett durch oder man macht es so, dass es praktisch hier endet. So, denke ich mal, ist der Beste. Wenn man den Stein natürlich jetzt drauflegt, sieht man, sieht ja bescheuert aus, ne? Der Stein hier unten schwebend in der Luft. Mal Folgendes, Cobblestone an die Stelle rein. Oben eine Cobblestone Half-Step. Jetzt habe ich es weggeschmissen. So. Und damit hat er praktisch jetzt hier hinten sein zuwerfendes Material dran. Und ja, ist bereit zu schießen. Ich werde jetzt nochmal schnell im Timelapse eine geschossene Version bauen und ja, vielleicht sprechen wir uns danach mal kurz. Ich sag schon mal Tschüss. So, da bin ich nochmal kurz. Also das ist jetzt die gespannte Version eines Treebox. Und ja, also wie ihr seht, einfach nur ein Stück nach unten gesetzt hier die Stelle. Hier, das geht stark nach oben, das Ding hängt hier und das hat sich so weit aufgewickelt, dass es schon bei der Mitte ist. Und
Ja. Sollte es noch Fragen geben oder sonst was, keine Ahnung, Verbesserungsvorschläge. Ich bin für Kritik offen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial. Ja, bis dann.